Ja, es war wirklich mehr witzig als Horror, glaube ich. Wobei ein paar gruselige Sachen waren dabei, aber die waren eigentlich, war eigentlich eher lustig. Hi, Tobi! Okay, let's go. Let's go. Und vor allen Dingen können wir den Hund nochmal sehen. War das das richtige Haus? Nee, ne? Ich hab schon wieder das falsche Haus. War das Mizuki? Mizuki, ne? Okay, pass auf. Wir machen jetzt mal das schlechte Ende, indem wir das letzte Windrad nicht abgeben. Das soll das schlechte Ende triggern, vernahm ich. Also lass uns gucken. Ich beeil mich. Und vor allen Dingen, wir sehen den Hund nochmal. Das ist das Wichtigste. Hey, Dogo! Okay. Ich will den Hund nochmal sehen. Der ist echt süß. Wuff die Wuff. Schnuppel die Schnuff. Wuff die Wuff die Wuff. Schnuppel die Wuff. Schnuppel die Wuff. Wann hast du dir eigentlich so oft angewöhnt, Let's Go zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Hab ich wirklich, ne? Ich sag oft Let's Go. In letzter Zeit. Ich habe immer meine Macken. So, warte. Der ist auch despawned, ich hab's genau gesehen. Okay. Hallo? So, Kommando-Passwort. Let's go. Besser als, was wollte ich sagen, nicht lügen. Ich sage, ich habe immer so meine, ich habe immer so meine Macken, wo ich mir Sachen angewöhne. Aber was immer kommt, ist so. Das werde ich immer, seit 10 Jahren habe ich das drin, das wird sich nie ändern. So, let's go. Putzi, komm mit. So. So. Okay. Ich will das schlechte Ende sehen. Ja, View E-Mail, alles klar. E-Mail, wissen wir alles, alles klar. Tragisch, die Chatbox. That park, don't be late, alles klar. Auf geht's. Putzi, wir fahren in den Park. Zack. Immer wenn du einen guten Witz machst, sagst du so. Immer wenn ich was? Alter Putzi! Warum guckst du mich so an? Ich bin nur eine junge Frau. Lass mich in Ruhe. Auf in den Park. So, warte. Okay, dröhn, dröhn, dröhn. Huch, hä? Da steht jemand oben auf dem Spielplatz. Hä? Was? Das habe ich anders in Erinnerung. Hallo Person, kommen Sie bitte runter. Person, bitte. Erik? Hä? Was? Okay, die Schaukeln sind immer noch gefährlich. Ich gehe mal weiter. Mal gucken, was passiert. Was? Okay, warte, warte, warte. Ih! Da war gerade was! Da war gerade was! Ich habe gerade was gesehen. Da war ein kleines Mädchen, das ist da angegangen. Habt ihr es gesehen? Wo ist ein Putzi hin? Wo ist denn der Putzi? Was? Sie ist quasi dein Schatten. Läuft mir jemand hinterher hier gerade? Okay, Person steht immer noch oben. Aber
jetzt? Wo ist sie denn jetzt hin? Putzi ist tot. Das ist unerfreulich. Das wäre nicht so gut. Ich habe Hundefutter. Hab ich keinen. Aber ich sehe die nicht mehr. Irgendjemand schreit, da ist ein Grafikfehler. Da ist niemand. Ich weiß nicht, wo ihr jemanden seht. Okay, ich gehe mal ganz kurz nochmal diesen Weg da lang. Okay, wir testen das nochmal. Ja, das Game ist jetzt kein Highlight. Da muss man sich nicht drüber streiten. Man kann trotzdem damit Spaß haben. So ist ja nicht. Wir haben ja gesagt, wir testen Indie-Games. Und ich mag ehrlich gesagt diese Halb-Play. Ich mag diese trashigen Pseudo-Horror-Games eigentlich sehr gerne. Dass das kein technisches, brillantes Meisterwerk ist, da sind wir uns alle einig. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Okay, pass auf, ich gehe nochmal zurück. Wir machen... Ach nee, ich kann nicht zurückgehen, weil Putzi weg ist, ne? Der Putzi ist weg, wir können nicht zurück. Der Kapuzenwurm hat uns allein gelassen. Vielleicht waren wir schon zu weit weg. Ich wollte aber wissen, was da hinten natürlich bei der Brücke los ist. Fahr selber. Kommst du da wohl runter, junger Mann? Lad neu. Ach komm, so wichtig ist auch nicht. Ich will das andere Ende jetzt noch sehen. Das ist nicht so wichtig. Ich höre hier immer noch Schreie. Ja, danke Putzi, aber echt mal. Nee, aufs Gerüst kommt man leider nicht. Leider. Okay, warte. Ist nicht aus dem Spiel die Schreie. Endlosen Steg. Mal gucken, was da auf uns wartet. Ich
wollte eigentlich nur das schlechte Ende sehen. Ich war einfach wieder zu schnell. Es tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Meine geskillten Gamer-Hände haben sofort, sind sofort hier. Ich einfach durch. So. Es wirkt alles ein bisschen mit Ruhe. Was war das denn? Da stand gerade ein Kind. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich sehe hier aber keine Kinder. Ich sehe keine Kinder. Ich blende die einfach systematisch aus. Mein Gehirn filtert sowas raus. Genau richtig umgedreht. Weiß ich ja nicht. Ich wollte nur gucken, ob da jemand hinterherkommt. Da sitzt jetzt niemand, oder? Oh. Ja, nun. Die sind ja auch missing. Ja, eben. Kann auch keiner ahnen. Guck mal. Hebt die Hände in die Luft. Wenn ihr mit mir seid, hebt die Hände in die Luft. Hat der Funk wieder mit dem Pfanner ausgeholt hier wahrscheinlich. Ja. So schwimmt man also, wenn man tot ist. Was? Ich wurde ohnmächtig und fiel in den Teich. Zum Glück kam Kapuzenwurm rüber und hat mich vor dem Ertrinken gerettet, um mich im Keller einzusperren. Ich konnte Takumi nicht retten. Und auch heute Nacht konnte ich wieder niemanden retten. Nicht eine Person. Was tue ich überhaupt? Für eine ganze Woche schloss ich mich ein und konnte nichts mehr machen. Aber nur für eine Woche, danach war wieder okay. Warum würden sie so etwas nur tun? Ich wusste, der Grund war Selbstmord. Resentment hat mein Herz gefüllt. Als Takumi sein Leben nahm, tat ich mein Bestes, um von der Realität wegzuschauen. Aber jemanden, der mir so nahe steht, zu verlieren, ist einfach unerträglich. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas so nah passieren könnte. Irgendwo in mir wünschte ich mir, es wäre jemand anderes Angelegenheit, nicht meine. Die Sache war zu groß, um sie nicht in meine eigenen Hände zu nehmen. Huch! Darum wollte ich diesmal auch helfen. Ich kann das ganze Ding nicht wiederholen. Ich konnte sie nicht retten. Die Emotionen, die ich in mir aufgestaut hatte seit dem Tod von Takumi, ja, sie kamen wieder hoch. Takumi hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Tod ist traurig, aber der Tod bewegt uns. Ich werde nicht defeated sein. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Nun trage ich das Gewicht von 3 weiteren Leichen. Wir können ihr Ende nicht umsonst gewesen lassen sein, möchten gerne tun. Niemals. Ich werde ihren Tod nicht vergeuden. Ich muss aufstehen. Das ist die einzige Option, die ich habe. Ja, das ist, ja. Jetzt die Credits. Nice. Schöner Schrei. Ach, Chiller, was machst du nur? Chiller, was tust du nur? Na. Ah, Resentment, Verbitterung. Manchmal fehlen mir die Worte einfach. Und vor allem, wenn der Text so schnell vorbeifliegt, habe ich aber keine Zeit. Und was war das, was Pan nicht geschafft hat in dem Ending? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, die wollten das Mädel irgendwie zum Steg führen oder so. Also dieses komische Geistermädel, was da rumgelaufen ist. Ich weiß aber nicht, ob das möglich ist. Ob das geht, weiß ich gar nicht. Zum Jungen auf dem Spielplatz. Achso, das geht aber gar nicht. Du kannst ja gar nicht zu dem hoch, zum Jungen auf dem Spielplatz. Da sind ja überall Alpha-Wände. Haben vermutet, dass das unser Schatten ist, Mutter und er Takumi. Aber wir sind doch die Mutter. Wir sind doch die Mutter. Und Takumi ist ja unser Sohn. Achso, du hast gedacht, dass das Mädel, was da rumläuft, sind wir selbst? Und das da oben auf dem Spielplatz? Sie tut nämlich, was man selbst macht. Ach so.
Man kann sie steuern, sie imitiert einen. Okay, das finde ich ein bisschen gruselig. Aber irgendwie auch cool. Das Geistermädchen konnte da hoch. Aber das heißt, ihr habt das Geistermädchen da hochbekommen und da ist trotzdem nichts passiert? Verstehe ich das richtig? Ihr wollt doch nur den Hund nochmal sehen. Das ist doch alles, was ihr wollt. Ihr wollt nur den Hund nochmal sehen. Wuff die Wuff, wuffel die Wuff, bell, bell, gebell. Wuff die Schnuff, schnuffel die Schnuff, schnaff die Schnauf, die Schnuff. Schnappel die Schnauf, schnappel die Schnauf, schnief, schnaff, schnuff, wuff, schnappel die Schnauf, schnaffel die Schnauf, ruff, wuff, litschack. So. Let's go, Hund. Keine Windräder opfern ist wahrscheinlich dasselbe Ende wie gerade eben. Okay. Schnuff die Schnuff, schnaufel die Schnauf, schnipp die Schnäuz. So. Yuki, du glaubst doch nicht, dass heute noch was anderes kommt. Guck mal auf die Uhr. Du glaubst doch nicht, dass heute noch was anderes kommt. Ja, das war gerade Monkey Island. Ja! Wuff, 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 Litscher. So. Der Schlüssel war gerade für das Kästchen, was wir da geöffnet haben. Okay, E-Mail says la la la, Uwu und Chat. Nein, hallo? Chat. Don't be late. So, schön durch die persönlichen Daten geschnüffelt, sehr gut und los geht's. Let's go. Der Kapuzen. Können wir sie näher ranholen? Ne, sie kann da durch. Okay, warte. Okay, warte, warte, warte. Ich weiß aber nicht, ob wir das sind. Ich glaube nicht, dass sich was ändern wird, oder? Sie hält immer denselben Abstand, ne? Sie hält immer denselben Abstand. Man kommt aber nicht nach da oben, ne? Also man kommt unter den Turm, man kommt aber nicht nach oben. Man kommt nur nach unten.
Seite vom Sohn. Ich habe gedacht, hier hoch, die Rutsche hoch. Aber du kommst trotzdem nicht nach da oben. Es gibt keinen Weg nach ganz oben. Gibt es einfach nicht. Ich habe Angst, dass es weit geht. Okay, läuft sie wieder runter. Da läuft sie wieder hoch. Da läuft sie wieder runter, okay. Weiter. Also man kommt auch nicht unter den Sohn, glaube ich. Ich glaube, sie hat kein Gesicht. Geisterstalker, aber wirklich. Wie aufdringlich. Okay, wir können es nochmal probieren, aber ich glaube nicht. Also ich glaube noch, ich glaube, sie kommt da oben nicht weiter. Da geht es einfach nicht weiter zum Sohn. Was ist das? Achso. Zu ihr gehen geht nicht. Das geht nicht. Wir können sie höchstens da in die Falle locken, damit sie dann zurückkommt und dann schnell zu ihr rennen, wie eben gerade. Jetzt ist sie wieder bei ihm. Ihr müsst den Frame pausieren, ich weiß, damit man ihr Gesicht sieht. Sonst geht das nicht. Wir müssen den Frame pausieren. Die ist einfach den Jungen im Stein abwerfen. Ah, keine gute Idee. Von woanders kriegen wir sie nicht rauf. Ne? Das muss die Treppe hier sein, glaube ich. Die gebogene Brücke funktioniert nicht so richtig. Haben wir probiert. Das funktioniert nicht leider. Warte, wir probieren es nochmal. Warte mal. Hoch da mit dir. Wenn wir sie in seine Nähe bringen, fängt sie an zu weinen. Tackle die doch einfach um. Ich
Okay, ja, ich sehe es immer nur, ganz kurz. Und wir selber können hier nicht hoch, ne? Nee. Wir selber können da nicht hoch. Können wir uns hochglitschen vielleicht? Nee. Hochgehen. Es gibt für uns keine Möglichkeit, irgendwo drauf zu klettern. Hier auch nicht. Ich kann nicht mal mit dieser geilen Schaukel hier. Ich glaube, der Sohn ist auf der Schaukel gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, wir können da gar nicht. Ich versuche mich da hoch zu glitschen, aber es geht auch nicht. Ah, schade. Dieses Radio nervt, ne? Okay, da hat sich festgehakt. Komm mal her. Was macht denn die da? Ich würde die gerne da festnageln. Also, in die Ecke drehen. Also. Klappt aber nicht so ganz. Ist ein sehr ängstlicher Geist auf jeden Fall. Wir müssen da sehr behutsam vorgehen. Nee. Ich glaube, darum ist unsere einzige Chance. Sonst kriegen wir es nicht hin. Die doch immer sofort flüchtet, ne? Aber sie weint immer, wenn sie zum... Sie weint immer, wenn sie da hochgeht. Da weint sie immer. Es ist immer an dieser Stelle. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Nee, das ist ja wieder weg. Okay, das war weird. Ich dachte gerade, die kommen. Huch, ich dachte gerade, die kommen zu uns. Putzi, schlaf schön, ne? Und danke für deine Hilfe heute. Vielen Dank, Herr Oberwachtmeister Kapuzenwurm. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das wird aber nichts. Also sie kommt auf jeden Fall nicht zu ihm hin, weil er ist unerreichbar da oben. Sie kann nur unter ihn, aber sie kann ihn nicht erreichen. Nee, das klappt auch nicht. Schade. Also wir kriegen sie nicht dahin. Wir kriegen sie leider nicht dahin. Ich wünschte, wir könnten die irgendwo festsetzen, dass wir einfach, dass sie sich da festhakt eventuell, aber leider. Thank you.
das war's. Ich glaube, das war's. Warte mal nicht auf sie und stell dich unter eine Straßenlaterne. Nee, nee, das klappt leider nicht, nicht. Wir sehen die trotzdem nicht. Sie ist auch zu weit entfernt. Guck mal da hinten. Du siehst nur den Schatten von ihr. Das klappt leider nicht. Schade, schade. Schade, schade. Schokolade.